Was ist Humor? Und wo haben wir unseren her? Und wo habt ihr euren her? Und wer ist eigentlich Fips Asmussen? Das alles klären wir heute in diesem kleinen Humor-Special. Torben, wo hast du deinen Humor her? Aus dem Arsch. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Und Prost, ihr wisst ja, was ihr zu erwarten habt auf unserem Channel. Da kommt nur Kacke mal rum. Ja. Nein, diesmal nicht wirklich. Ganz im Ernst, wo hast du deinen Humor her? Also wenn du wirklich mal darüber nachdenkst, wer hat dich beeinflusst, was du witzig findest? Oder ist das eine angeborene Geschichte? Oder? Ich fand eigentlich drei Leute immer gut, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber es waren die drei, an die ich immer als erstes denken muss. Lass mich raten, ich bin auf Platz 1. Du bist auf Platz 1. Dein großer Bruder. 2 und auf Platz 3 bin ich selbst. Ja, sehr gut. Nein, die drei Leute wären, glaube ich, Otto, Heinz Erhardt und allen voran, glaube ich, Dieter Krebs. Weil ich den einfach so fantastisch fand. Der konnte nicht nur Wortspiele, der war immer lustig und ein hervorragender Schauspieler. Nimm mal seine ersten Sketche und dann nimm daneben eine seiner letzten Rollen in Bang Boom Bang. Da denkst du, was für ein fucking genialer Schauspieler. Schon eine Range, die er hatte, das stimmt schon, ja. Den mochte ich auch sehr, sehr gern. Also SketchUp, die Serie, die haben wir immer zu Silvester geguckt und so. Und das wird ja auch bis heute auch Silvester, in Silvester, ja. Ich meine, zu Silvester ausgestrahlt. Und ja, das hat mich auch sehr beeindruckt und beeinflusst. Und Otto natürlich und Dieter Didi Hallervorden. Das sind so, aber auch so 70er, 60er scheinbar noch, aber 70er, 80er Urgesteine. Und da war der Humor tatsächlich sehr, ja, Wortspiel geprägt irgendwo, ja, so, ja, ne? Also das, so da Doppeldeutigkeit. Meine Möse stinkt. Das hat man damals einfach noch nicht gesagt. Und auch ja, so genau. Da musste, man andere Wege finden, um lustig zu sein und so. Und da war das tatsächlich dann nicht so ganz knallhart drauf. Deswegen hat man so einen Weg drumherum gesucht. Und dadurch sind eben diese doppeldeutigen Gags entstanden. Und die haben mich sehr geprägt und dich ja scheinbar auch irgendwo, ne? Und der deutsche Meister dieser ganzen Geschichte, der heute noch aktiv ist, ist Fips Asmussen. Und lebt noch? Ja, der lebt heute noch, ja. Ich weiß gar nicht, ob er noch auftritt, aber um mal ganz kurz Fips Asmussen vorzustellen. Hier eine ganz kurze Bio, und zwar ist er am 30. April 1938 in Hamburg geboren. Er ist, so wie ich recherchiert habe, ich habe wirklich recherchiert, also ich habe mir wirklich viele Sachen über ihn angeguckt und so. Der tritt ganz gerne mal so in Kneipen auf. Er hatte tatsächlich auch mal selber eine Kneipe, die Violette Zwiebel. Ja. Und zwar ist er ist pedant. Ne? Also man sollte ihn nicht glauben, wenn man ihn kennt, so aus Film und Fernsehen und so, sollte man glauben, wie pedantisch dieser Mann ist. Also der mäht auch seinen Rasen so richtig so mit der Nagelschere oder so. Und immer am gleichen Tag. Also er muss immer freitags Rasen mähen und so weiter und so fort. Also sehr merkwürdig. Er ist Privatlebenverteidiger. Also da ist er tatsächlich noch schlimmer als Stefan Raab fast. Er möchte überhaupt nicht, dass sein richtiger Name genannt wird. Er möchte nicht, dass seine Familie irgendwie da reingezogen wird und so weiter und so fort. Ich sage heute sehr viel und so weiter und so fort. Ja, das sagst du aber immer. Weiß ich. Und so weiter und so fort. Er ist Sportwagenfahrer, Zigarrenraucher, Pilztrinker. Apropos, Prost. So viel Zeit muss sein. Elektrorasenmäherbesitzer. Ja, er hat einen Elektrorasenmäher. Ich weiß auch nicht warum, ja, aber spannend, ja. Kneipengänger. Und er wurde mit T3 gemustert. Und jeder Kinogänger weiß, T3 ist scheiße. Ja. Ha! Insider-Gag. Ja, und deswegen ist er ausgemustert worden und musste sich schon früh entscheiden, was er denn eigentlich so beruflich machen will. Und da er nur lustig sein konnte, hat er eben gesagt, bin ich eben lustig. So. Und der ist 38 geboren. Dann kam er so zum Bund, da war der Zweite Weltkrieg auch gerade vorbei. Das kannst ja eh nichts machen. Ja, ja, doch. Ja, was denn? Auf Trümmerfrauen schießen oder was? Oder die nageln? Das. Oder sich witzige, lustige Gags für die ausdenken. Ja. Und deswegen hören wir jetzt Fips Asmussen. Eine sehr alte Kassette. Mal gucken. So, und das Geile bei diesen Kassettenrekordern von früher war ja, also man konnte ja hier so von Karussell übrigens hier, habe ich gerade zugeschickt bekommen, gerade eben heute erhalten. Und das machen wir jetzt mal an. Und wir werden jetzt mal seine Gags
analysieren, ob die heute noch standhalten können. Heute wird gelacht. Heute wird gelacht. Meine Fresse, war der Typ hässlich. Ehrlich gesagt, eher heute wird gelacht, weil er ist ja Hamburger. So, jetzt mal gucken. Warte mal. Das ist mir zu ungemütlich, da komme ich ja kaum hin. Ja, das ging auch schon in den 70ern. Wollen wir mal hier hinstellen. Ja. Das klingt ja furchtbar. So, Freunde, das ist ja ein stürmischer Empfang heute Abend. Das ist ja Stimmung wie bei der Schluckimpfung, Mensch. Ist ja. So, das war schon der erste Gag, eine Stimmung wie bei der Schluckimpfung. Jetzt wissen die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht mehr, was die Schluckimpfung war. Weißt du das noch? Ja, da wurde etwas auf ein Zuckerdings getröpfelt. Ich glaube, das war eine Flüssigkeit, die einen schwachsinnig macht. Ja, genau. Also wenn man Donald Trump glauben darf, macht einen das auch sehr behindert. So, also vielleicht hat er ja auch mal einen Schluckimpfung bekommen, man weiß es nicht so ganz genau. Davon mal abgesehen, es ging dabei um Polio, Kinderlähmung. Und es gab eine Zwangsimpfung in den 80ern und seitdem ist die Kinderlähmung so gut wie ausgestorben. Gut, kann man jetzt von halten, was man will, aber darum ging es. Und deswegen war die Stimmung auch immer ganz gut, weil es ein Zuckerstück war. Deswegen meinte er wahrscheinlich ja. Es war damals wahrscheinlich, als das hier aufgenommen wurde, sehr aktuell. Ehrlich, also. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich höre nach wie vor auf den Namen Fips Asmussen. Ich bin ein kleiner Wildfang. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich habe nichts mit Männern. Das ist nicht wahr, es ist alles nicht wahr. Von mir hat der große amerikanische Entertainer Sammy Davis Jr. einmal gesagt, Fips Asmussen, wer ist denn das? Und das ist übrigens ein Gag, den später Otto Waalkes geklaut hat einfach. Und da muss man sowieso dazu sagen, dass Fips Asmussen immer wieder und immer wieder beklagt hat, dass Gags von ihm geklaut worden sind. Weil der Mann macht seit über 40 Jahren nichts anderes, als sich in sein Zimmer zu setzen, sich Gags auszudenken und die dann wie ein Maschinengewehr abzufeuern. Und ganz, ganz viel, aber da Gags leider nicht geschützt sind oder auch nicht geschützt werden können, haben sich ganz viele Künstler in der Folgezeit sehr viel von ihm geklaut. 1977. Das ist übrigens eine Aufnahme von 1977. Also da war ich. Ich war noch nicht schon geboren. Auf der Welt. Und du nicht, ja. Gerade mal so. Ja, ich habe auch eben mit der Klofrau hinten noch gesprochen. Also, und. Das sagt sie mir gesagt, also Fips, heute Abend ist das alles schön abgelaufen, sagt sie. So. Oh mein. Ja. Was ich an diesem Gag nicht ver... Ich habe diese Kassetten noch nie gehört. Das war, du auch nicht, ne? Ich habe die schon 10-mal gehört. Nein, wirklich, ihr müsst uns glauben, wir haben diese Kassette noch nicht gehört. Das ist ja überhaupt der ganze Gag daran, dass wir uns einfach mal so spontan vor die Kamera setzen und das mal eben anhören. Und da fällt mir sofort auf, in meinem Brain, was ich da so oben habe, was immer so scharf irgendwelche Pointen analysiert, dass er ja gerade mit seinem Programm anfängt, ja, ist es alles schön abgelaufen. Wäre natürlich witzig, wenn er das nach der Show gefragt hätte. So, dann hätte es mir Sinn gemacht, weil er fängt ja gerade an. So, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann wäre es lustiger gewesen. Aber nur als kleine Kritik. Ne, Fips. Kannst ja mal aufschreiben, so am Ende der Show. Ja. Aber herrlich, die Frau hat Geschmack, die eine, da war eben einer so zerstreut, der hat seine Weste aufgeknöpft, den Schlips rausgeholt. Also herrlich. Da hat jemand die Weste aufgeknüpft und den Schlips rausgeholt. Soll vielleicht eine versaute Anspielung sein, ich habe keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ja, nicht. Ist so schön. Unsere Klofrau, das ist ein ganz moderner Typ, die sieht so aus wie... Wie Marie-Louise Hase aus der Dr. Oetker Versuchsküche, kennt ihr die? So, wie Miss Frau Mozenda, die Faltenreiche, kennt ihr doch? Oh, das ist eine ganz moderne Frau, die hat sich jetzt noch liften lassen. Ja, die hat gehört, dass der Staat bei Altbausanierung einen Zuschuss gibt. Das ist übrigens tatsächlich wahr. Also, nicht nur bei Altbausanierung, sondern tatsächlich kriegt man sehr kostengünstig, wenn man an seinem Haus irgendwas ändern will, Kredite für so 3% oder so. Drei? Nee, viel weniger. Ich glaube, der war vor kurzem bei einem. Warte, ich wusste gar nicht, 1977 konnte man sich tatsächlich liften lassen? Ja, war das ein Thema? Das ist tatsächlich interessant. Ja, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber ja, da könnt ihr mal sehen, da gab es auch schon Schönheitschirurgie.
Pass auf, das muss ich erklären, das ist interessant. Der haben sie operativ über der fünften Rippe hier oben so viel weggeschnitten. Wenn die jetzt den Mund zumachen will, muss sie das linke Bein heben können. Also, ja, gut. Aber hier ist schön Stimmung heute Abend. Ich merke heute das ist das nicht lustig. Früher war das ja klar. Eben, das ist interessant, das kann man ruhig mal erzählen. Hier kam ein Blinder rein. Der tastete sich bis an den Tresen vor. Betätschelte mit beiden Händen das Gesicht von dem Wirt und sagte, entschuldigen Sie, sind Sie hier der Wirt? Sagte, ja, das bin ich. Der betätschelte nochmal das Gesicht und sagte, sind Sie wirklich der Wirt hier? Sagte, ja, das bin ich. Warum? Was ist los? Sagte, auf dem Klo ist kein Papier mehr. Ja, okay, okay. Das ist natürlich sehr witzig, weil der Blinde jetzt irgendwo seinen Grind weglassen muss und deswegen, naja, es wundert sich eben keiner, wenn er Gesichter betatscht, so, ne? Das ja, doch, doch, kann man machen. Kann man machen? Nächster Gag. Hey, Freunde, man muss tatsächlich. Also, ich muss ja mal dazu sagen, dass es ja inzwischen diesen Comedian oder Witzeerzähler Markus Krebs gibt, der ja so ein bisschen in die Fußstapfen von Phipps Asmussen getreten ist, aber auch ganz viele seiner Gags klaut. Also das hat tatsächlich Phipps Asmussen in einigen Interviews auch schon gesagt, dass er da einfach immer so ein bisschen hilflos zusehen muss, wie andere Leute seine Gags klauen. Und auch Markus Krebs ist so einer, der das tut. Nun muss man auch allerdings sagen, manche sind auch sehr naheliegend. Sag ich jetzt mal. Also ja. So auf ein paar Gags könnten ja auch unterschiedliche Menschen kommen. Muss ja nicht geklaut sein. Markus Krebs ist ja auch schon weit über 40. Vielleicht hat er ihn ja früher auch schon mal gehört, im Unterbewusstsein so eine Melodie gehört da und dann hat er die nachgespielt. So wie Dieter Bohlen das auch schon ein paar Mal hatte, so, weißt du? Und dann dachte so, ey, die Idee ist mir gekommen. Weißt du, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Das ist ja so, früher dachte ich immer, ja mein Gott, dann nimmt der eine den Gag von der anderen, tut auch kein weh, ist doch scheißegal. Wenn ich heute sehe, dass jemand einen Gag nimmt, den wir auch schon mal hatten, ist der wahrscheinlich nicht von uns geklaut, aber ich denke dann immer, wie können die das machen, diese Arschlöcher, ja? Da haben wir uns einfallen lassen, warum machen die das? Naja, aber vielleicht haben wir uns das gar nicht einfallen lassen. Wir haben auch sehr viel geklaut, das kann ich zum Beispiel von mir sagen, dass ich sehr viel geklaut habe, so. Aber ein paar Sachen sind uns auch eingefallen ja. Und das zum Beispiel mit Töten sind, das aus dem allerersten Polysemia. Ja. Das ist auf jeden Fall noch original von dir und das habe ich noch von keinem anderen gehört, obwohl er immer noch in Tötensinn wohnt. Der gut. Dieter Bohlen, wo wir den gerade hatten. Gut, und weiter. Ja. Man muss halt losgehen. Guck mal, ich war gestern noch in Bad Pyrmont, da war auch schön Stimmung, da haben die Leute vor Begeisterung mit den Gallenstein geklappert. Da war auch schön. Weil da sehr viele alte Menschen ja, sind. Ja, ich war da auch schon mal. Schöner Ort. Ja, lustig. Komm, wenn man heute losgeht, man muss sich bewegen, man muss wieder weg von der Flimmerkiste, bewegt euch wieder oder geht mal in euch. Da ist auch immer was los. Da ist auch Medienkritik schon wieder drin. So, ne? Also damals, schon damals in den Mitte der 70er war schon Medienkritik, weil die Leute einfach zu viel Fernsehen geguckt haben. Was sollen wir euch heute sagen? Ne? Also, ja. Natürlich, die meisten gehen auch nur in sich, wenn sie mal zu zweit sind. Seien wir doch ehrlich. In sich gehen. So, die Leute haben gar nicht gelacht, das haben die gar nicht verstanden. Oder, vielleicht ging es zu schnell, oder die waren so peinlich berührt, die Leute gehen nicht in sich. Ne? Also er meint ficken. Ne? Ja, aber ficken. Aber 77 waren die Leute viel offener als zum Beispiel in den 90ern. Ja, das stimmt allerdings. Ja, da konnte man noch über Sachen lachen. Der Erfinder der Schlamafia-Matratze. Ja. Nicht, wer Geld hat, geht am Freitag kegeln. Wer keins hat, muss zu Hause bleiben. Und, Entschuldigung, das halbe Wort bleiben, aber guck mal, ja, natürlich, Geld regiert die Welt, sagt man immer, aber es macht nicht immer allein, es gehören schon mal Grundstücke und Kassinen dazu. Nicht, natürlich, auch Schulden können sie machen. Schulden sind doch, man kriegt so viel Post, klar. Oh. Glaubt ihr gar nicht, Schulden. Kann ich folgen. Es dreht sich alles um Geld. Apropos Geld. Muss ich erzählen, eben habe ich in der Tagesschau gehört, Franz Josef Strauß ist entführt worden. Das ist ernst jetzt. Und die verlangen 5 Millionen Lösegeld. Und das Grausame an der ganzen Aktion ist, wenn das bis morgen Mittag nicht da ist, dann wollen die den wieder freilassen.
raten? Ja, also Franz Josef Strauß ist war natürlich... Ist der auf dem 2-Mark-Stück? Guckt nach. Ist das so? Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war der bayerische Ministerpräsident. Ja, es gab doch viele 2-Mark-Stücke, hör mal, also mit vielen Köpfen drauf und so. Ja, aber Franz Josef Strauß war da auch drauf, das weiß ich jetzt nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Bundespräsidenten? Auf jeden Fall wollte der ja mal Kanzler werden und das war jetzt so schwierig so, ne? Weil die Bayern, die hatten ja immer so ein bisschen... Und das war auch damals in den 70ern schon so. Danke, danke, danke. Nein, nein, heutzutage passieren die verrücktesten Sachen. Oh, ist nichts vor. Man sagt der Kleinste, Oma, kann ich mit deiner Brust spielen? Sagt sie, ja, aber lauf nicht so weit weg. Ja, das rührt natürlich daher, dass alte Frauen oft Hängebrüste entwickeln. Warum erklärst du das? Ja, ich will die Witze erklären, das ist der Gag an der ganzen Sache. Es ist ja wunderschön. Ist gar nicht so schlecht, ohne Scheiß. Pass auf, und da kriegen die sich gar nicht mehr ein. Besonders, ich höre sehr viele Frauen lachen. Ich war jetzt in einer Kneipe. Schön, ne? Wie so ein Kastrater eben. Aber, nee, pass auf, ich war jetzt in einer Kneipe auf St. Pauli, die hieß die Pinte zu den warmen Brüdern. Und jetzt kann ich Stuhl entfallen. Und jetzt wird's... Der ganze Fußboden voller Sägespäne. Sagt der Wirt, ja, das waren alles mal Möbel. Nee, und das war ein toller Laden. Die hatten alles auf der Karte. Also schottische Hafergrütze schön abgehangen. Hatten Bockbier, Altbier, Shakespeare, die hatten alles. Shakespeare ist natürlich dieser... Da kommt mit einer Kraft gar nicht aus der Tasse. Die Fliegen waren auch schon da, die haben auch gewusst, wann serviert wird. Pass auf, ich sag zu dem Wirt, sagen Sie, warum heißt denn Ihre Kneipe hier die Pinte zu den warmen Brüdern? So, da weiß ich auch nicht, da müssen Sie meine Frau mal fragen. Der geht hin zur Küche, macht die Tür auf und sagt, Fide, komm mal her, der Herr möchte was fragen hier. Fide ist natürlich ein Männername, weißt du, meine Frau. Nein, nein, das war schon ein toller Laden da. Da kam einer rein und sagte, Herr Ober, geben Sie mir ein Käsebrot, ich muss schnell weg. Sondern nehmen Sie doch ein Mettwurstbrot, das muss auch schnell weg. Sagt einer, der Kaffee ist ja eiskalt, Herr Ober. Ja, und dann tausche ich doch mit dem Herrn in der Ecke, dem ist sein Bier zu warm. Das? Also, ja, also das sind natürlich diese Füllgags, ne, ja. Die so ein bisschen witzig die sind. Die haben halt schon. Ihren Reiz dadurch, dass sie schön schnell kommen und. Ja, aber ich glaube, er weiß schon ganz genau, welche Gags Brüller sind, so, ne, die immer gut ankommen. Die verteilt er gut über den Abend, damit die Leute immer wieder so ein Highlight haben und den Rest, den Filter damit. Soll ich dir mal was sagen? Was das denn? Ist ein Gag, den du heute nicht mehr machen kannst. Oma, kann ich mit deiner Brust spielen? Das darfst du gar nicht sagen. Heutzutage, ja? Ach, bitte keine politischen Gags hier. Was, Herr Ober, die Suppe schmeckt aber komisch. Ja, aber beim Lachen sieht er nicht. Nee, das ganz von natürlich. Nee, da stand ein Bucklige am Tresen, kann man auch erzählen. Er sagte plötzlich, hey, ich schmeiß hier eine Runde für alle. Sagt der Wirt, können Sie überhaupt bezahlen? Sondern natürlich, dafür mache ich mich gerade. Ja, das ist so. Da standen zwei Terroristen. Also eine heutige Bombenstimmung. Das war's schon. Ja gut, er ist natürlich sehr alt. Da kommt ein Skelett rein und sagt zum Wirt, bitte ein Bier und einen Aufwischlappen. Ja, weil wenn ein Skelett Bier trinkt, dann läuft das natürlich alles wieder raus. Danke, dass du uns das sagst. Tja, sagt der Wirt, scheiß Null-Diät, was? Die Null-Diät war damals in den 70ern tatsächlich schon angesagt. Das hieß einfach nur nichts essen. Ist natürlich ein schwieriges Konzept, wie man heute weiß, weil das ist nicht so ganz gesund. Insofern war das auch ziemlich realistisch mit diesem Skelett und so, aber egal. Da kam eine Kellnerin und sagte zu einem Gast, mein Herr, wie möchten Sie die Eier, gebraten oder gekocht? Sagt der Fräuleinchen, wenn Sie mich so direkt fragen, am liebsten gestreichelt. Er meint damit natürlich seine Hoden. Weiter. Den musst du dir wirklich mal ohne Scheiß jetzt. Hinten auf dem Flur, da trafen sich einer, sagte eine gestatten, Müller IG Metall, sagte eine angenehm, Hintermoser IG Scheißen. Ein bayerischer Witz. IG Scheißen.
Ah, lustig. Ja, Die IG Metall gibt es heute noch. Die setze ich heute für YouTuber ein. Da saßen zwei am Tresen, die spielten Badewanne. Also die ließen sich volllaufen. Ne? Ich habe mal eine Frage. Weißt du eigentlich, wie der echte Eierlikör hergestellt wird? Ich habe keine Ahnung. Ich erklär's dir, pass auf. Man gibt den Hennen jedes Mal einen Liter Wodka mit ins Fressen. Und um Gottes Willen, Mensch, da kriegen die armen Tiere ja Durchfall. Siehst du, das ist der echte Eierlikör. Aber im Gegensatz zu den heutigen Komikern haut der einen nach dem anderen raus. Ja, ja, eben. Du, ich hab ein Rätsel für dich. Kennst du den Unterschied zwischen einem Aeroplane? Oder was ist das? So für Aeroplane kennst du nichts? Französisch heißt Flugzeug. Warte, kennst du den Unterschied zwischen einem Aeroplane und einem Baby? Nee, kenn ich nicht, pass auf. An Aeroplane goes from city to city and a baby goes from titty to titty. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Genau wegen solchen Gags ist er in Verruf geraten. Genau wegen solchen dämlichen Gags. Ich habe eine Frage. Kennst du den Unterschied zwischen deiner Frau und den Olympischen Spielen? Nee, kenn ich nicht. Pass auf. Bei den Olympischen Spielen weiß man, wer die ersten drei waren. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist ganz okay. Ja, ja. Könnte man heute auch noch wieder bringen. Ja, da weißt du dann wenigstens, woran man einen lachenden Motorradfahrer erkennt? Nee, an den Fliegen zwischen den Zähnen. Ja, da kennst du den Unterschied zwischen einem Saxophon und einem Sackzement? Ja, nee, ja, musst du mal reinblasen. Okay, ja, ja, gut. Pass auf, ich hab noch ein Rätsel für dich. Pass auf. 10 nackte Neger stehen vor 12 nackten weißen Frauen. Wie spät ist es? Das ist ganz einfach, 10 vor 12, Mensch. Das ist eigentlich ein sehr schöner Gag. Mal abgesehen von diesem N-Wort, macht der da keinen Unterschied, 10 vor 12. So, ne? Ich warte mal kurz. 10 nackte Neger stehen vor 10 vor 12 Frauen. Ja. Was hat das jetzt mit den Negern? Wahrscheinlich haben die einen rassistischen Gag erwartet, so, ne? Also dass das irgendeinen Unterschied macht. Haben sie aber nicht bekommen, weil 10 vor 12. Egal wer da steht. Also da war wirklich fortschrittlich 1977, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. So. Ganz okay, doch. Kennst du den Witz von der Frau, die eine Schere verschluckt hat und der Mann sagt, mach dir nichts raus, Liebling, ich kauf dir eine neue. Sagt er, nee, kenn ich nicht, erzähl mal. Oder weißt du, was man macht, wenn man in der Wüste eine Schlange trifft? Nee, man stellt sich hinten an. Das fandst du gut, oder was? Und erzähl dich dazu, Witz, den kenn ich nicht, erzähl mal. Das ist okay, gut. Ja, der haut rein, der haut raus. Schlange stehen übrigens in der DDR, ja, sehr beliebt. 30 Jahre Mauerfall. In Afrika auf Safari in der Wüste. Jetzt wird es wieder schwierig. Muss ich dir erzählen. Plötzlich vor mir ein Löwe. Weißt du? Und ich sag zu mir, Bruder, bleib ganz ruhig. Halt deine Gicht gerade ruhig. Mir lief es eiskalt über die Bandscheiben. Ich in letzter Not auf den nächsten Baum. Sag du blöd, mein Mensch, in der Wüste gibt's überhaupt keine Bäume. Sag, das war mir in dem Moment scheißegal. Sag, pass auf! Sag, also gut, Mensch, meinetwegen laufe ich weiter. Weißt du? Ich und der Löwe hinter mir her, der kam immer näher. Weißt du? Plötzlich ein See in der Wüste. Ich rein mit einem Kopfsprung. Sag er, du blöd, Mann, Mensch, du willst mich auf den Arm nehmen, in der Wüste gibt's überhaupt keinen See. Sag er, gut, Mensch, lauf ich weiter. Pass auf, der Löwe kam, ich spürte schon seinen heißen Atem in meinem Toupet, weißt du. Plötzlich vor mir ein Haus, ich die Tür auf, rein, die Tür wieder zu. Sag er, jetzt platzt mir gleich der Kragen, in der Wüste gibt's überhaupt keine Häuser. Sag er, du bist vielleicht ein Freund, Mensch, wem stehst eigentlich bei, mir oder dem Löwen?
Also so langsam beschleicht mich so ein bisschen der Gedanke, dass er seinen schlechten Ruf dadurch hat, dass er einfach gesagt hat, ich hau einfach alles rein. Alles, was mir rein, alles, was mir einfällt, so, ne? Ich nehme nicht nur die Highlights, aber das heute ist so, wo jemand so ein Programm bastelt, da monatelang dran rumschreibt und noch Sachen umschreibt und so. Er setzt sich einfach hin, sagt so, oh, das fällt mir ein, das erzähle ich so, ne? Und da sind ein paar Perlen dabei, ja. Aber eben auch sowas. Ich finde das aber gut, ehrlich gesagt. Also so am laufenden Bande. Ich finde das okay. So heißt das ja auch sogar. Ach ja. Also ein paar von denen, also am Laufen, Witze am laufenden Band. Ja, Freunde, man muss also tatsächlich mal in Kneipen gehen. Da trifft man immer diese Typen und da werden solche Gespräche geführt. Ich kann also da ein Lied von singen. Und guck mal, ein Bekannter von mir ist auch ein bisschen verrückt. Der hat zum Beispiel alle Berufe durch. Der war zum Beispiel mal Bananenstecker in Südamerika. Der hat bei Bayern Leverkusen Bananenstecker gearbeitet. Mir die Schlitze in die Spalttabletten gefeilt. Der war mal Monteur bei Milka, da hat er die Nüsse in die Schokolade gebohrt, nicht? Der hat alles gemacht. Der hat mal Brathäringe mit Piranhas gekreuzt und hat nachher Gräten in Dosen verkauft. Und der, was der alles gemacht hat. Und der ist zum Beispiel jahrelang immer da unten runtergefahren. Ägypten, Afrika, überall ist er. Ägypten ist er jahrelang. Der ist jedes Mal nach Ägypten gefahren. Immer ist er da. Auf einen seiner Reisen hat er das Tote Meer erschlagen da unten. Da sagt er, das ist interessant. Also wir warten noch auf einen guten, warten wir noch. Er immer auf den Kamelen geritten und die Frauen zu Fuß mit dem Gepäck hinterher. Sagt er, ich war jetzt wieder da war das genau umgekehrt. Ja, da sind die Frauen vorweg zu Fuß mit dem ganzen Gepäck und die Männer auf dem Kamel hinterher. Ja, sagt er, warum denn das? Ja, weißt du, seit dem letzten Nahostkrieg, da liegen da so viele Tretminen rum. Ist noch aktuell heute, oder? Ja, ziemlich. Das ist immer aktuell. Noch in 100 Jahren wahrscheinlich. Da haben da zwei ihr Lager aufgeschlagen. Und plötzlich schreit der eine, oh, sagt das andere, was ist los? Hat er mir eben Krokodil ein Bein abgebissen. Sagt er, welches? Sagt er, weiß ich nicht. Ich sehe nur ein Krokodil aus wie das andere. Gut. Ich glaube, dabei könnten wir es jetzt mal belassen. So. Das ist aber eben wieder so ein Beispiel für diese Doppeldeutigkeit, die uns wirklich geprägt hat. Und wir hatten tatsächlich damals ein paar Kassetten von ihm. Die wurden natürlich alle weggeschmissen. Was soll man sonst damit machen? Aber ich habe die neu angeschafft. Und falls euch diese kleine Reihe an Gag-Erklärungen und Gag, wie soll man das sagen, Reaction-Videos gefallen hat, würden wir das gerne weiterführen. Tom, scheinbar auch. Und sagt uns mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. So, und jetzt geht euch mal wegmachen und so. Und jetzt fällt mir kein Gag ein. Fällt dir ein Gag ein? Ja, pass auf, da kommt ein Typ und sagt, ich kann kein Krokodil das Bein abgebissen.